vorab möchte ich Ihnen sagen, dass wir gut zehn Jahre in Coburg keinen Einkaufsladen mehr hatten. Wir hatten vorher ein Edeka-Geschäft mit einem älteren Ehepaar, die dann mit 82 Jahren beide abgeschlossen haben. Es ist hier keiner verhungert im Dorf, weil wir ja hauptsächlich aus Pendlern bestehen, die Richtung Lübeck pendeln oder hauptsächlich Richtung Hamburg. Es ist niemand verhungert, nur wir mussten für jedes Brötchen letztendlich unser Auto bewegen und nach Nusse fahren. Das ist unser nächster Ort gewesen. Das sind 7 Kilometer. Oder nach Lienau, das wären 5. Sodass wir dann gesagt haben, da muss was passieren. Unsere letzte Gastwirtschaft, an der Sie vorbeigefahren sind, rum am Koppelkarten, die ist auch schon seit 120 Jahren geschlossen. Da finden immer noch mal oder fanden dann Familienfeiern statt oder Dorffeste, Theateraufführungen und so weiter. Aber die Grundversorgung hier war eben nicht mehr gegeben. Und wir wollten eigentlich ursprünglich 2002 einen Versammlungsraum haben, ein Dorfgemeinschaftshaus. Wir sind eigentlich sehr froh, dass es so gekommen ist, dass wir nicht nur ein Dorfgemeinschaftshaus haben im herkömmlichen Sinne, fast herkömmlichen Sinne, dazu noch später mehr, sondern jetzt auch wieder einen Dorfladen haben, der sich hier seit letztem Jahr gut etabliert hat, und alle sind sehr froh, dass wir ihn haben, und wir haben einen riesen Zugewinn an Lebensqualität. Und ich möchte Sie einfach mal bitten, sich den Laden anzugucken. Der ist klein, aber wie ich finde, fein. Ja, dann kommen Sie doch einfach mal kurz mit. Wir haben Frühstücksartikel, wir haben dann da noch die kleine Sitzecke integriert. Nach dem dritten Jahr haben wir dann diesen relativ teuren Kaffeeautomaten gekauft. Der geht sehr gut, also nicht nur von der Technik, sondern auch am Chibo-Shop, den wir hier reingebastelt haben. Und dann kommt dann noch ein Kassentresen hin, und alles ist über Akzeptanz oftmals. Und wir hatten hier auch Kritiker im Dorf, und die waren nicht zu gering von der Anzahl. Die kaufen hier letztendlich jetzt auch alle ein. Und sie machen sich selbst zu Bild. Das ist zwar nicht so ein Riesenladen, aber wir bekommen hier wirklich alles, und das ist ganz nett. Man kann mal seinen Kaffee trinken, Kaffeespezialitäten, Latte Macchiato oder was es da sonst noch alles Tolles gibt, Cappuccino und so weiter. Wo dann die Schützen sind aber unglaublich ganz beliebt, die Fälle sollen. Wir sind hier im ehemals kleinsten Bauernhof Kobergs, Viertel Hufner, der uns dann 2006 zum Kauf angeboten wurde. Und wir sind in der glücklichen Lage gewesen, dass er uns erstens angeboten wurde und dass er hier so zentral im Ortskern fast liegt. Das zeige ich Ihnen gleich noch, das waren dann mal 140 Leute jetzt. Aber das geht eigentlich alles. Und wenn es schön eng ist, ist es auch ganz gemütlich. Und von daher reicht die Größe eigentlich letztlich aus. Das Haus wird auch für private Familienfeiern veranstaltet. Wir haben ja seinerzeit von der Gemeinde einen Dorfentwicklungsplan aufstellen lassen und hatten auch dieses Dorfzentrum immer in diesem Plan mit drin. Am 31. Mai letzten Jahres die Einweihung des 25. Markttags feiern konnten. Der entfernten historischen Landgasthof, so wie man es sich eigentlich in Schleswig-Holstein vorstellt. Das ist so, dass wir ein Dorfverein und Kulturverein par excellence gegründet haben, so will ich es einfach mal nennen. Wir haben die Förderung hier bei dem Vereinszweck der Senioren- und Jugendarbeit, der Dorfgemeinschaft, Schutz und Erhalt des Brauchtums, Integration von Neubürgern durch Kulturveranstaltungen, um das Dorf eben in seiner Vielfalt zu erhalten und neuen funktionalen Anforderungen anzupassen.
es in die Landschaft einzubinden und so zu stärken, dass es eben auch langfristig als Lebensraum attraktiv bleibt. Und die ganz jungen Leute freuen sich natürlich auch, dass sie sich mal ein Eis kaufen können. Meine Kinder sind leider ohne diesen Laden groß geworden. Ich habe das eigentlich immer sehr vermisst, dass ich ihnen nicht mal 5 Mark in die Hand drücken konnte oder ein paar Euro, um sich mal ein Eis kaufen zu können. Immer, dass hier viel passieren soll und die Dorfgruppierungen und Dorfvereine diese ganz neu, seit Mai, Juni, ne, haben wir jetzt einen Mittagstisch aus dem Verein heraus für Senioren und Schulkinder, die dann hier mittags auf